Hallo Leute, willkommen zurück bei Red Talks für unsere Railway Empire, Great Britain und Irland und weiterspiele. Ja, das wollten wir auch gern weiterspielen. Okay, wir sind auch wieder zurück in London. Ja, Problem in Glasgow, Reporter deckt Missstand auf. Ja, okay, da bin ich mal sicher, das ist mein Reporter, der hat einen falschen Bericht. Ruf diesen Lügner und Verleumder sofort zurück! Jetzt ist er sauer, der Gegner. Ja, er hat auch schlechte Werbung gemacht mit mir. Okay, aber heutzutage? Heutzutage, was könnte man sagen? Das irgendwie läuft alles so wie immer auch. Sagen, ja, okay, gut. Er will mit mir spielen und ja, ich mache auch dasselbe, oder? Aber gut, Sie sehen auch, dass mittlerweile mein Imperium steigt auch sehr, sehr gut. Aber ich brauche noch einige Sachen. Weil irgendwie im Oxford, was haben wir? Ah, Fleischindustrie 28%. Ah. Ah ja, ich habe euch gesagt, ich muss auch gucken, dass meine Betriebe mit Schweine werden auch irgendwie auch. Was ist Lokomotiv verlangsamt, da Betriebsmittel fällt. Okay. Aha. Die Lokomotive benötigt entlang ihrer Kurs an Vergung. Ah, okay. Sie sehen auch, dass ja. Es gibt ein Problem. Wir haben noch nicht die Versorgungstürme überall. Und jetzt, da machen wir auch eine. Hier im Bafe. Okay, aber jetzt, ich will auch sowieso, wie gesagt, jetzt gerade, wir haben uns Problem mit Fleisch. Okay. Gut, hier im Anderson Master. Sind nicht die Schweine da, das sind die Rinder. Ja, jetzt, da ist die Problem. Ja, ja, die wird verlangsamt, weil das gibt keine Betriebsmittel. Okay, aber. Freust du dich? Ich habe dir einen Artikel in der Zeitung verschafft. Ja, was? Er will auch wieder Krieg haben mit mir. Okay, Versorgungstürme. Ja, ich muss irgendwie auch das ganz genau anrichten. Aber Sie sehen auch, dass Ihre, ah doch, Ihre ist möglich, okay. Okay, jetzt haben wir auch die Strecke gedeckt mit Versorgungstürmen. Okay. Ja, weil das fällt mittel auf die Strecke und dann, ja, okay. Right French. Was ist das in Whitebench? Ah, die Schweine, ja. Da ist das Betriebe mit Schweine, okay. Okay, aber wie könnte man das auch aus Leistung? 600.000, oh je. Da brauchen wir auch etwas Geld, okay. Ich spiele die Zeit vor, dass wir erreichen auch Kalifornien. Neue Bundesstaat, okay, kein Problem. Da ist für mich auch nicht so relevant. Okay, wir haben auch wieder Personal frei. Ein Warmann, okay, anstelle. Er sollte auch irgendwie welche Zug. Buchhalter. Reduziert durch die Anwendung verschiedener Steuertricks die Kosten um erfolgreiche Aktion, Auktion. Okay, da stelle ich mir auch an. An Buchhalter, ja. Reporter, ja, da könnte man auch einen Reporter anstellen. So, der Don Lorenzo macht immer Probleme. Hopp, Don Lorenzo. Hopp, wieder ist er dabei. Auktionator, Robert schrieb, okay. Gut, aber jetzt, was ich wohl noch. Sehen Unternehmen.
Ich wollte auch sowieso wieder was machen, bevor das die andere kaufen mich ab. Dann Lorenzo, da konnte man auch wieder etwas kaufen, oder? 1% Aktie, ja, okay, gut. Das hat sich auch wieder gelohnt, 3%, okay. Aber der Doc Murphy, wenn ich nehme nur 1%, da muss ich auch wieder so viel Geld ausgeben. Oh, ja. Nein, für den Moment, wir warten noch. Sowieso, Glasgow wendet sich ab. Okay. Ruf diesen Lügner und Verleumder sofort zurück! Ah ja. Es gibt jetzt nur Sachen. Ja. So, ich vermute, dass er ist nicht so begeistert jetzt, der Don Lorenzo. Weil wir schreiben Artikel und ja, super. Was schreiben die für Blödsinn? Okay, aber gut, wir brauchen 600.000. So wie ich aber auch jetzt das gesehen. Betriebe, ja. 600.000, ah, das kostet auch viel Geld. Okay, aber die Zeit habe ich auch verspüle. So, ich spüle die Zeit ab. Dass wir erreichen auch eine gewisse Summe. Landvermesser. Was ist das? Ist auch ein neuer Wachmann. Okay, anstelle. Ja, okay. Buchhalter, Landvermesser. Reduziere die Anwendung verschiedener Steuertricks. Okay. Da werde der auch engagiert. Ein Landvermesser? Ja, warum nicht? Okay, aber gut. Jetzt ist die Zeit, dass die Unternehmen auch einfach eine große Gewinn, oder? Ein Saboteur, ja gut, Saboteur brauche ich auch nicht so unbedingt. Jawohl, 600.000. Jetzt. Jetzt, da könnte man Einer deiner auch. Mitarbeiter möchte gerne wechseln. Da habe ich Ah, ihm einen Job angeboten. der Don Lorenzo, ja. Viel zu, nein. Ich habe kein Geld mehr. Ich habe sowieso jetzt meine Produktion erweitert mit White Ranch. Ja, da muss man auch immer schauen, wo könnte man auch das alles verbessern. Ne? Information, weil ein Gleis an den Zug anzuweichen. Okay, gut. Wir haben auch sowieso alles erledigt, Ihre. Das sollte auch kein Problem sein. Konkurrenz ist der Antrieb der Innovation. Antrieb der Innovation. Ja, ach, übrig Forschung. Forschung muss man auch immer achten. Ja, weil irgendwie da sind die auch die andere auch sehr schnell mit Innovation. Außenwirkung, ja, Außenwirkung, ich weiß auch nicht, was war das. Das Unternehmen achtet stark auf seine Auswirkungen und unternimmt verschiedene Anstrengungen, um sich als moderner Arbeitgeber zu präsentieren. Als moderne Arbeitgeber zu präsentieren. Dadurch sinkt der Aufwand, der für die Suche nach neuen Mitarbeitern aufgewendet werden müsse. Okay. Nicht schlecht. Neuer Bahnhof. Oh. Ein neuer Bahnhof ist wieder angeschlossen. Ja, gut. Mittlerweile, ich muss auch wieder was neu bauen, weil. Aber welche Strecke wäre auch interessant für Sei uns? ehrlich, in Wahrheit würdest du auch gerne für mich arbeiten. Oder ich werde für ihn arbeiten. Nein, überhaupt nicht. Okay, Bath, Cardiff. Aber Cardiff ist auch schon mit einem Gegner verbunden. Aber Hereford. Was hat Hereford zu bitte an Ein weiterer Bahnhof Privatbrauerei? schien in dieser Okay. Stadt angemessen. Einer deiner Mitarbeiter wirkte überraschend kompetent. Da musste ich ihm einfach einen Job anbieten. Ah ja, jetzt wollen die alle meine Mitarbeiter wieder klauen. Okay, hopp.
alles zufällige anstellen, ja. Zwei Mitarbeiter, jawohl. Okay, in Erefurt, da könnte man einen neuen Bahnhof ansetzen. Großer Bahnhof, ja. Warum nicht? Aber ich muss erstmal gucken, wie werden wir das auch am besten anrichten. Weil irgendwie, ich will auch nicht mehr direkt in die Stadt mich anbinden. Hast du dir etwa schon wieder eine neue Stadt gekrallt? Ja, natürlich, ich habe mich wieder an neue Stadt gekrallt. Ja. Okay, jetzt. Achtung. Wir müssen nach Bafe. Bafe ist meine Zugbahnhof. Irer, ja. Okay, dann errichte mal eine Linie. Ja, jetzt langsam muss man auch immer denke, okay, aber jetzt gradiere 15%, okay. Und da könnte man auch mit Apfel sich verbinden. Aber erstmal, 1 Million. Oh nein, 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 ich habe auch nicht das Geld dafür. Oh je. Das kostet auch wieder Geld, ne? Sie sehen auch, dass wenn ich will mich anlock mit Wohnbafe. Okay, vielleicht nehmen wir ihre eine Zugteilung. Okay. Erst muss mal schauen. So, ich muss erstmal schauen, dass ich aber auch keine Probleme mit meiner Strecke. Okay, eine Brücke. Okay, jetzt könnte man auch so machen. Aber jetzt, Sie sehen auch das Uhr. Da steigt sich alles. Aber jetzt nein. Es ist möglich. Okay, bezahlen bauen. Und jetzt haben wir auch Error, die Transportvergütung. Nein, habe ich kein Geld dafür. So, 4% hat er gekauft jetzt, dem anderen. Oh, yeah. Die kaufen auch immer die Aktien ab. Ja, okay. Okay, aber ich kaufe auch unsere Aktien auch zurück. Aber erstmal neue Zuglinie anrichte. Flaschenindustrie in Bafe. Ja, okay. Er will auch etwas kaufen. Vielleicht dem andere. Ich habe auch keine Ahnung. So, wo ist meine Streckverbindung? Ja, Sie sehen auch, das ist auch nicht mehr so wie damals. Okay, automatische Beladung. Okay. Erfurt Bafe. Okay. Lokomotive wähle. Und da brauchen wir eine starke Lokomotive. Ja, okay, gut. Und ob die Industrie steht zum Verkaufe. Ja, nein. Ich habe auch so viel Industrie für den Moment. Das könnte man auch nicht. Ja, okay, der andere. Oh, jetzt gibt das Krieg mit die Frau von Pumpe. Mitfahren. Ja, natürlich wollen wir auch mitfahren. Oder. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Man könnte auch die ganze Strecke mitverfolgen. Oder? Das ist unsere neue Lok. Die geht aufs Erfurt bis Bafe. Aber gut, ich muss auch wieder einige Sachen ändern auf die Strecke. So, das heißt wieder die Versorgungstürme, dass die Zug sind auch versorgt mit Wasser und Kohle. Und sowieso, oh, schaut ihr das an. Jetzt Bergsteigerung. Oh, und eine Brücke. Jawohl. Jawohl. Unser Zug, der geht auch ganz locker dadurch. Aber in die Nacht muss ich auch ein neues paar Lokos Lok freischalten. Weil, ja, wir haben auch nicht alle Lok freigeschaltet. Aber jetzt, wir sind im Bafe. Ich glaube.
Oder Barfe, ja, ja, ja. Wir sind in Barfe angekommen. Und ob da liegt noch wieder ein Zug, der kommt auch. Okay, kein Problem. Es ist auch unsere kleine neue Strecke. Aber jetzt, Achtung. Ich muss auch Barfe, okay. Sowieso, wir müssen auch. So, ich muss immer denken auf diese Versorgungstürme, weil irgendwie das fällt mittel auf die Strecke und dann, ja. Dann haben wir auch Probleme mit die Lok und das ist auch nicht gut. Okay, aber jetzt, okay, jetzt könnte man auch sogar hier im Erreforde. Der Bahnhof kann nicht zu einem Bahnhofstellwerk ausgebaut werden. Was war das? Ah, jetzt. Ja, ich habe das falsch gemacht. Okay, jetzt. Alles klar. Es läuft doch schon alles. So, jetzt. Wir machen ein bisschen Krache jetzt. Ja, was ist ein bisschen Krache? Man kauft auch Aktie von dem anderen, der Doc Murphy. Der hat jetzt auch 4% gekauft von mir. Da bin ich auch nicht so begeistert. Ja, okay, gut. Dann kaufe ich dir auch 4%. Jetzt darf der auch sich fragen. Oh je. Da kauft Red Tox wieder was. Ja, natürlich. Und die, die Beatrix von Spump muss ich auch was kaufen. Weil irgendwie, ich habe nur einen Prozent von seinem Betrieb, aber es ist auch nicht so gut. Fusionieren, nein, ich will auch nicht Professor. Ah, Moment mal, ein Professor, was macht ein Professor? Buchhalter, Professor. Verschafft dein Unternehmen Forschungsaufgabe. Du erhalst 424. 1000 reduziert sich auf einmalige. Okay, gut. Ja, das nehme ich auch mit, weil für den Moment, wie gesagt, ich will auch im Aktien wieder kaufen. Okay, die Beatrix von Pumpe, da kaufen wir 1%. Ja, jetzt habe ich 2%. Okay, und was ist mit dem anderen? Könnte man sogar noch 1% kaufen, jawohl. Dann wäre es ihn auch quitt. Aber im Geldmittel ist die Doc Murphy sehr stark. 32.000. Oh, ja, ja, ja. Ja, gut, mein Unternehmen läuft auch gut. 14 Millionen. Aber es kann auch besser gehen. Republikanische Partei gegründet. Okay. Es stört dich ja sicherlich nicht, wenn sich mein Spion ein wenig in deiner Forschungsabteilung umsieht. Ja, das stört nicht so ganz. So, telegrafisch, ja. Das könnte man auch ansetzen. Und ihre neue Lok, die Philadelphia, jawohl. Das nehmen wir auch mit. Lassen, ob nicht jemand zu mir wechseln will. Ja, jetzt. Oh, die neue Lokomotive sieht aber abenteuerlich aus. Ja, natürlich, die Lokomotive sieht abenteuerlich aus. Okay, aber gut, wir sind auch gut am Start mit Geld, hein? Da ist auch kein Problem, oder? In Barfe, okay, man könnte noch nicht eine neue Industrie bauen, okay, gut, aber es ist so, dass unser Plan funktioniert auch, hein? Sie haben auch gesehen, dass ich aber mittlerweile von jedem was gekauft und ja, weil ich glaube, die letzte Mal, wo ich bin bankrott gegangen, weil ich habe auch kein Unternehmen Prozent gekauft und ja, Eizer, ja, okay, hopp, anstelle, jawohl, so jetzt, das ist nicht so eine Fahrt mit viel Action oder Action. Na, Anschluss, okay. So, das gehört mir. Das ist klar, aber ich habe euch gesagt,
Ich muss schauen, dass wir erreichen was noch. So, Stadtanfall. Benötigt Stadt 5, ja. Ja, da sind wir auch nicht. Was ist los mit der Brauerei? Apfel? Kommt kein Apfel mehr. Das muss ich auch schauen. Okay. Redlang gut. Okay, gut. Kleiner Bahnhof, okay. Sägewerk. Ah! In Dumfries. Okay, aber gut. Sollte ich das starten? Ich weiß auch nicht, wo ist das? Ja, okay. Für mich auch, starten wir auch einfach. Die Auction in Dumfries. Fischerdorfe, nein. Die Fischerdorf will ich auch nicht haben. Aber was steht vor? 5% Aktien gekauft. Oh, wieder. Der kauft ab. Der Kleine. So, Personal. Wir haben wieder Personal verfügbar. Ein Auktionator? Nein, ich brauche das nicht. Okay, gut. Unternehmer. Er hat wieder was gekauft. Auf einmal. Dem anderen, der Doc Murphy. Aber gut. Du kaufst ab, aber da kaufe ich auch was ab. Speisewagen, ab. Okay, 4% wieder. Bumm. Jetzt sind wir bei 5% bei ihm auch. Ja, ich muss auch achten, dass er kauft mich nicht ab. Lokführer, okay. Freust du dich? Ich habe dir einen Artikel in der Zeitung verschafft. Pff, ist mir egal, was er. Er macht nicht Krieg mit mir, der Don Lorenzo. Aber gut, ich könnte auch nicht immer alles achten. Okay, was ist hier los? Da haben wir auch irgendwie, so ich habe das gesehen. Ah, jetzt auf 100%. Ja gut, aber man könnte auch die Feld, so diese Betriebe ganz genau wieder vergrößern. Was brauchen wir dafür? 200.000. Ob passiert. Jetzt ist alles voran. 51,6. Jetzt, Jetzt wir sind gehören mir mit schon fast Stufe die 2. Hälfte deines Unternehmens, aber das soll dich nicht weiter beunruhigen. Was? Der hat die ganze Albe von meinem Unternehmen wieder gekauft. Nein. Oh, das will ich auch überhaupt nicht. Hallo, Doc Murphy. Was ist mit dir los? Okay, jetzt für 1% kostet mir auch wieder viel Geld. Okay, gut. Ich werde sagen, wir kaufen das auch ab, weil der Doc Murphy, der war auch sowieso bei mir die Problem in meine erste Folge von dieser Let's Play. Jetzt mal sehen. Jetzt brauche ich 369.000. Oh je, oh je. Ich hoffe, ich erreiche das noch schnell. Na gut. 285.000. 290.000. Jawohl, jawohl. Oh, aber da steigt auch die Preise. Okay, wenn ich bin auch auf die gewisse Summe, da könnte ich auch investieren, aber Lokführer, ja, Moment, Diese Moment, Moment. Technologie gehört nun mir. Danke für die Arbeit. Ach du lieber Gott, das steigt alles noch. Bei ihm steigt die Aktie, ja? Okay, jetzt 6%. Jetzt mit 6%, es ist okay jetzt. Da bin ich noch zufrieden. Ja, weil irgendwie ich habe das Gefühl, dass ich muss auch die Unternehmen Aktien kaufen und alle. Bevor das die kaufen meine Unternehmen wieder ab. Freier und unabhängiger Journalismus, ein Eckpfeiler unserer Okay, Nation. wir haben auch wieder Personal ob anstelle. Ist mir egal, wer kommt rein und wo.
Weil sowieso, wir sind immer pleite. Einer deiner Mitarbeiter möchte gerne wechseln. Da habe ich ihm einen Job angeboten. Ja, ja. Ein von deinen Mitarbeiter möchte gerne wechseln. Okay, gut, aber es war nicht so. Unter Volldampfe. So, was ich wollte, ist auch irgendwie meine Holzbetriebe starten. Seit jetzt zwei Part, ich habe auch gesagt zu euch, ja, ich muss auch gucken, dass meine Unternehmen mit mit Holz zu starten. Aber wie ich sehe, das ist auch Buchhalter, ja, okay. Buchhalter, okay, wir haben wieder Personal verfügbar, Buchhalter. Aber ich habe schon einen Buchhalter. Was bringt er mich? Reduziere ich durch. Okay, dann könnte man ihm auch wieder einstellen. Oh nein, nein, ich könnte ihn nicht einstellen. Okay. Ja, er ist besser, der andere. Okay, Sie sehen auch, dass manchmal könnte man auch nicht alles einkaufen. Erzeugt durch falsche Meldung eine Hysterie auf dem Aktienmarkt, erhöht oder senkt dem Aktienmarkt kurz ein Unternehmen. Ah, okay, Personal anstellen. Kurz erhöhen, nein, kurz reduzieren. Und beim Doc Murphy, weil Doc Murphy macht einfach schreckliche Sachen. Ja, der Doc Murphy. Wenn ich kann auch sein Unternehmen wieder was abkaufe, es wäre auch nicht schlecht. Ne? Ja, Sie sehen auch, 1% kostet so viel Geld. Schon wieder 1%. 568.000. Aber jetzt, das geht runter. 7% Aktie gekauft. Ja, er kauft alles ab. Bei dir rumfragen lassen, ob nicht jemand er zu mir kauft alles ab. Will. Wahnsinnig, wahnsinnig. Aber ich möchte gern auch wieder was kaufen bei ihm. Weil ich habe das Gefühl, dass er kauft meine ganze Firma und dann macht er eine Fusion mit mir und ja, dann existiere ich auch nicht mehr. Okay, Moment mal. Normal soll sein Aktienpreis senken. Ja, jetzt, das geht alles mal runter. Aber ja, wie? Es geht auch nicht so schnell runter. Ne? Sie sehen auch, dass es liegt immer noch bei 500.000. Ne? Bei 500.000. Jetzt. Ja, da muss man aufachten. So, ich muss aufachten. Ah, jetzt wäre interessant, wenn das geht auch komplett runter. Aber das geht auch nicht komplett runter. Schaut ihr das an, das. Das ist eine Pondel, das pondelt sich alles. Aber wenn die Aktien gehen auch zurück auf 300.000, es wird gut. Weil für den Moment, ich habe nur 6%, aber ich könnte mir noch lokal leisten, 1% von seinen Aktien. Aber abwarte. Für den Moment, das geht auch nicht so ganz runter. Ei. Aber jetzt, das geht auch wieder hoch. Das geht wieder hoch. Da habe ich auch die Gefühl, dass es geht wieder hoch. Ja. Postwagen, nein. Lass mich in Ruhe. Ja. Okay. Jetzt haben wir 7% gekauft. Okay, ich habe auch wieder Preis verfügbar. Okay, man kauft auch diese neue. So, man erforsche diese neue Lokomotive. Und was haben wir? Wenn du willst, Bahnpolizei. Bahnpolizei, das wollte man auch. Speisewagen. Ja, für 200. Jawohl. Jetzt sind auch die ganze verfügbar. Punkt auch weg. Konflikt beim Zugpersonal. Ja, okay.
Nein. Ah, okay. Ich lasse diesen Konflikt mit Personal. Brauerei in Belfast, ja. Pff. 1 Million, 1 Million, ja, ja, ja. Ich bin schon weit weg. In aus. Auch schon, ja. Erwirb-Brauerei. Ah. Wer hat eine Brauerei erwirbe? Ah, der Doc Murphy, okay. Gut, aber... Jetzt ist alles wieder Management, Sie sehen auch, dass wir haben auch Aktien gekauft von Unternehmen, bevor das dem anderen Kopf alles ab von mir. Lieber kaufe ich alles ab von ihm, oder? Er hat sowieso 50% von meinem Unternehmen. Nein, wollte man nicht. Ja, er hat sowieso, wie gesagt, 50% von meinem Unternehmen im Amt. Und das möchte ich auch nicht. Dass er greift auch wie bekloppt einfach. Hein? Fusionier, was bringt mir? Fusion. Durch Fusion mit anderen Unternehmen erhältst du dem Strecklokomotive Aktien und Barken. Hierzu benötigst 100% der Aktien dieser Unternehmen. Für eine Fusion fehlt dir noch Aktien des anderen Unternehmen. Okay. Sie sehen auch, dass ich kann auch fusionieren, aber es bleibt auch viel Aktien zu kaufen. Ne? Da brauchen wir auch schön über. Ah, jetzt 8% jetzt wieder. Jawohl. Ja, weil der Doc Murphy, der macht auch richtige Geld. Okay, gut. Ich mache auch richtig Geld dabei. Und jetzt habe ich 8% gekauft. Ja. Streitereien in der Belegschaft. Das Problem hatte ich auch mal. Ja, Streiterei, ja. Konkurrenz ist der Antrieb der Innovation. Ja, Konkurrenz ist der Antrieb von der Innovation, ja. Sowieso, wir sind auch Konkurrenten. Ja. Okay, wir haben noch nicht so viel gemacht in dieser Folge. Ich mache noch 3 Minuten oder so. Aber wie gesagt, ich muss auch schauen, dass in die nächste, wir kaufen alles ab, von der Modere, ja. Weil irgendwie, es ist gefährlich. Er hat schon 50% von meinem Unternehmen gekauft. Und ja, es ist auch nicht schön, ne? Auktionator. Okay, wir haben auch wieder einen Auktionator. Okay. Ermöglicht dir eine Auktion für einen Landbetrieb oder eine Fabrik? Okay. Nein, ich möchte das nicht. Ich habe so viel ausgegeben jetzt. Die jetzt seid. Steven Lengut, nein. Lolland Kritisch, ja. Freier und unabhängiger Journalismus. Ein Eckpfeiler ja, okay. Unserer Nation. Okay, wissen Sie was? Wir haben noch wahrscheinlich eine. Nein, wir haben auch keine Reporter wieder frei. Okay, aber gut, jetzt mittlerweile. Das Geld wächst auch nicht so viel jetzt. Okay, das dauert noch ein bisschen. Okay. Aber gut, in diese reine Folge. Ich mache auch diese Part am Ende. Ich bedanke mich noch für Zuschauen. Es war auch sehr interessant. Sie haben auch gesehen, dass wir haben auch die ganze Unternehmen von dem Doc Murphy was abgekauft. Langsam, aber sicher. Aber der hat auch jetzt die Albe von meinem Unternehmen Aktien gekauft. Da muss ich auch aufpassen. Aber gut, wir werden das sehen in die nächste Folge. Wie das geht weiter. Okay, ich bedanke mich noch für Zuschauen und wir sehen uns in einer neuen Folge gemeinsam. Bleibt Sie dran, ich wünsche euch alles gut und ciao, mach's gut.